Hallo zusammen, mein Name ist Kidmar und wenn du die Situation hast, dass deine Stimme im Discord des Öfteren dazu neigt abzubrechen, dann zeige ich dir in diesem Video mal einen kleinen, einfachen und vor allem schnell auszuführenden Trick, wie sich das Problem vielleicht beheben lässt. So, wir sind mittlerweile rübergeswitcht in Discord und das sollte ja jeder von euch eigentlich kennen, deswegen will ich da gar nicht näher drauf eingehen. Wo wir uns jetzt hinbewegen, liebe Freunde, das ist dieser Bereich hier unten links. Die Benutzereinstellungen sind das. Da klicken wir einmal mit Linksklick drauf und landen dann in dieser Übersicht. Dort gibt es dann diesen Bereich Sprache und Video, was natürlich logisch ist, wenn es um die Sprache geht. Auch da klicken wir mit Linksklick drauf und das sollte dann bei euch in etwa so aussehen wie jetzt bei mir. Wichtig ist natürlich, dass wir hier das Eingabegerät so ausgewählt haben, wie wir es dann natürlich letztendlich auch nutzen möchten. Aber da gehe ich mal davon aus, das werdet ihr schon getan haben. Ansonsten habt ihr ja natürlich nicht das Problem, dass eure Stimme abbricht, sondern dann würdet ihr wiederum entweder gar nicht gehört werden oder nur eingeschränkt. Wir orientieren uns also ein wenig weiter nach unten. Wir können jetzt hier noch aktivieren, ob wir die Sprachaktivierung oder den Push-to-Talk haben möchten. Ich habe jetzt die Dauersendung aktiviert bei mir. Push-to-Talk sollte dann ja auch jeder kennen, wenn wir einen Hotkey auswählen, wo wir dann, wenn wir ihn gedrückt halten, automatisch senden möchten und ansonsten eben nicht. Und dieser Bereich hier, das ist der entscheidende für uns. Wir haben nämlich jetzt die Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln aktiviert. So sollte das bei euch in etwa auch aussehen. Und das ist der Punkt, wo ich auch selber sehr lange überlegt habe, kann es damit zusammenhängen, denn hier steht ja auch, wenn die Anzeige beständig grün ist, überträgt Discord eine wohlklingende Stimme. Da hat Discord absolut recht und es erscheint ja auch grün, also eigentlich auch im wahrsten Sinne des Wortes alles im grünen Bereich, aber wenn wir natürlich sehr, sehr lange uns mit jemandem unterhalten oder natürlich sehr viel mit der Stimme spielen, dann kann es eben dazu neigen, dass die Stimme dann halt im Gespräch mit einer anderen Person irgendwann abbricht. Deswegen deaktivieren wir die Mikrofonempfindlichkeit, also die automatische Ermittlung, und haben dann jetzt quasi diesen Regler hier. Der ist normalerweise bei euch, sollte der dann erstmal so aussehen, dass wir eine automatische Ermittlung von plus minus 0 Dezibel haben, wo auch da erst einmal der Eindruck entsteht, wir wollen ja die Stimme nicht leiser stellen. Aber das ist dann wiederum auch der Fehler, denn Discord reguliert das Ganze viel zu laut. Und das sieht man nämlich hier auch gerade an diesem Regler. Er ist nicht mehr grün, er ist in dem orange, ja, dunkelorangenen Bereich. Und das sorgt wiederum dafür, dass eure Stimme gar nicht mehr zu hören ist, weil ihr vom Discord automatisch geblockt werdet, denn ihr seid zu laut. Also stellen wir das Ganze runter und hier kann man jetzt ein bisschen spielen, auf wie viel Minus-Dezibel man gehen möchte. Ich persönlich habe mich mittlerweile bei minus 70 Dezibel eingependelt. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert, sodass man gut verstanden wird, dass die Stimme halt nicht mehr abbricht und letztendlich dann auch dafür sorgt, dass wir ständig von unseren Gesprächspartnern gehört werden. So, wir können jetzt hier unten noch ein paar weitere Einstellungen aktivieren, Hardwarebeschleunigung, Echo unterdrücken und so weiter. Da können wir jetzt, wenn wir wollen, noch ein bisschen dran spielen, aber ihr seht schon bei mir, das ist soweit auch alles aktiviert. Letztendlich war das hier dann der Kasus Knaxus gewesen und ja, liebe Freunde, das war es tatsächlich dann auch schon mit dem Video. Wie gesagt, einfach, schnell umzusetzen und vor allem unkompliziert. Wenn es bei euch funktioniert hat, würde ich mich natürlich über eine kurze Rückmeldung freuen, genauso wie über die Thematik, ob ihr dieses Video als hilfreich empfindet, ja oder nein. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Alle weiteren Informationen befinden sich natürlich in der Videobeschreibung. Thema Discord-Link, Thema Twitch-Link etc. Ihr kennt das ja von anderen Videos, das ist in diesem nicht anderen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns vielleicht bei einem anderen Video wieder. Bis dahin.